Großes Erstaunen am herrlich sonnigen Spätnachmittag des Donnerstages, den 8. September. Gregor Gysi, Spitzenkandidat der Linkspartei PDS, hat nun auch die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts besucht. Seine Ansage an die immer noch unentschlossene Wählerschaft war deutlich: eine solidarische Gesellschaft zu schaffen durch grundlegende Reformen und ein Umdenken. Unsere neuen Schulden würden die Maastricht-Kriterien einhalten. Das heißt, wir gingen nicht über die 3% des Bruttoinlandsprodukts, was dort der Maßstab ist. Das würden wir einhalten, das würden wir wahren. Aber da brauchen auch wir, wenn Sie so wollen, die Neuverschuldung. Aber die ist wichtig, weil sie die Zukunft garantiert. Denn Deutschland, das dürfen Sie nicht vergessen, hat kaum Erdöl und Gold vorkommen. Also können wir ja keine Wirtschaftspolitik machen wie die Vereinigten Arabischen Emirate, sondern wir müssen auf Wissenschaft, auf Kultur, auf Forschung, auf eine gute Infrastruktur und auf eine sehr gut ausgebildete Bevölkerung setzen. Und genau das ist in den letzten Jahren vernachlässigt worden. Das muss sich ändern, und zwar schnell. Koalitionsgedanken mit der SPD und den Grünen wies der überzeugte Linkspolitiker zumindest für die kommende Wahlperiode zurück. Ja, denkbar ist das alles, aber ganz bestimmt nicht 2005 und in der Zeit danach. Dazu sind die Wege einfach und die Ziele zu unterschiedlich. Die wollen ja fortsetzen, die Steuerbegünstigungen für Konzerne, nicht für die kleinen und mittleren Unternehmen, sondern eben für Konzerne, für die Best- und Besserverdienenden, für die Vermögenden, und die Sozialleistungen werden gekürzt. Das ist einfach nicht unser Weg. Ich weiß auch nicht, wie da ein Kompromiss aussehen soll, wenn die wieder umdenken. Und ich bin zumindest bei der SPD davon überzeugt. Bei den Grünen bin ich nicht sicher, die sind sehr elitär. Aber bei der SPD, die wird Ärger kriegen. Die wird darüber nachdenken, wieso sie eigentlich aufgehört hat, sozialdemokratisch zu sein. Wieso sie zur zweiten Union geworden sind. Und wenn die sich korrigieren, dann haben wir keine gleichen Ziele, aber dann werden sie wieder ähnlicher. Und wenn die Ziele wenigstens ähnlich sind, dann findest du auch Kompromisse. Sodass ich immer gesagt habe, 2009 ist das vielleicht denkbar. 2005, 2006 nicht. Entspannt und offensichtlich gut gelaunt ließ sich Gregor Gysi einen kleinen Spaziergang über den alten Markt nicht entgehen. Am Rednerpult inmitten seiner durchweg wohlwollenden Zuhörerschaft betonte Gysi, dass auch die Linkspartei an Reformen interessiert sei, diese jedoch grundlegender Art sein müssten. Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes und einer Grundsicherung von 750 Euro statt des umstrittenen Arbeitslosengeldes II seien erklärte Ziele der Linkspartei. Auch die Finanzierung sei durch grundlegende Reformierung beispielsweise des Rentensystems sowie des Steuersystems weniger problematisch als bisher dargestellt. Gysi erntete für seine Vorschläge frenetischen Applaus von seinen etwa 350 Bewunderern, die sich am Nordabschnitt des Breiten Weges versammelt hatten. Dafür gab es im Anschluss an die Veranstaltung noch Autogramme vom Spitzenkandidaten der Linkspartei.